Das gehört ein bisschen zum Physikerdasein dazu, ein Spielkind zu sein und einfach wissen zu wollen, was da passiert. Sich treffen, um Bier zu trinken, wäre für diese drei Forscher zu trivial. Nein, sie treffen sich, um Bierdeckel zu schießen. Ja, das könnte jetzt eigenartig klingen, aber nicht, wenn man Physik als Leidenschaft hat. Nur, wie kommt man auf solche Ideen? In dem Brauhaus damals gab es natürlich viele Bierdeckel und irgendwann haben wir welche davon geworfen und uns gefragt, warum die sich eigentlich immer aufrichten. Das war uns nicht wirklich klar und was uns noch viel mehr fasziniert hat, war, warum die sich immer in einer Drehrichtung aufrichten. Also die fliegen am Ende immer mit Backspin und niemals mit Topspin. Und wenn man einen Haufen Physiker beisammen hat und alle verstehen so ein scheinbar einfaches mechanisches Problem nicht, dann ist das natürlich frustrierend. Erstmal habe ich versucht, das am Computer zu simulieren. Als das so mittelmäßig funktioniert hat, sind wir dann irgendwann zu dem Schluss gekommen, dass kein Weg dran vorbeiführt, eine echte Bierdeckel-Schussmaschine zu bauen. Es hat sich ergeben, dass wirklich jeder Flug mit gleichen Startparametern auch gleich abläuft und dass dieses Ergebnis mit Backspin auch wirklich immer auftritt. Und inzwischen haben wir auch verstanden, woran das liegt. Der Grund dafür ist nämlich, dass wenn der Bierdeckel anfängt zu fallen, ein Luftstrom von unten kommt, also der Bierdeckel Auftrieb bekommt. Und dieser Luftstrom, der wird eher an der Vorderkante vom Bierdeckel gebrochen. Das heißt, der Bierdeckel wird weiter vorne nach oben gedrückt und möchte sich aufrichten. Und während er sich aufrichten will, weil er sich dreht, kommt er zu dieser Kippbewegung. Das ist genau das Gleiche, was beim freihändig Fahrradfahren mit dem Vorderrad passiert. Man lehnt sich zur Seite, aber das Rad fährt um die Kurve. Unser Artikel heißt ja Beer Mats Make Bad Frisbees, also Bierdeckel ergeben schlechte Frisbees. Und der Grund dafür ist letztendlich genau dieser Auftrieb, der bei Bierdeckeln weit vorne ansetzt, aber bei Frisbees, weil die so eine schöne Form haben, eben nicht. Bei Frisbees setzt der Auftrieb fast in der Mitte an und drückt wirklich schön die Frisbee einfach nach oben, ohne sie umzuklappen. Das ist der Grund, weshalb Frisbees so schön stabil fliegen und Bierdeckel nicht. Soweit wir wissen, hat das nicht sonderlich viele Anwendungen, aber darum geht es häufig auch nicht, sondern Grundlagenforschung besteht einfach daraus, dass man Erkenntnis gewinnen will. Ich habe noch einen Tipp für alle Leute, die mit dem Bierdeckel mal wirklich ein Ziel genau treffen wollen. Und zwar haben wir ja schon festgestellt, dass der einzige stabile Flug mit Backspin ist. Und das heißt, wenn man etwas treffen will, dann sollte man auch so werfen, denn dann bleibt der Bierdeckel genau stabil und fliegt eine gerade Bahn.